Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Krisenfest, der Podcast, der dich zu einem Leben in deiner Kraft inspirieren möchte und deine innere Heldin wecken. Mein Name ist Rani Gindl und ich bin der Host dieser Show. Ich nehme die 56. Folge auf heute und bin ja heute schon den ganzen Tag mit diesem Thema unterwegs und ich denke auch schon länger darüber nach. Das Thema für diese heutige Folge ist: Ich bin nicht gut genug oder ich bin zu laut, zu leise, zu ich weiß nicht was. Dieses Gefühl, das wir haben, wenn wir nicht zufrieden sind mit uns und dieses Gefühl, das wir haben, nicht genug zu sein für die Welt oder für das, was wir vorhaben oder unsere Ziele zu erreichen. Wir sind noch nicht gut genug, wir sind noch nicht ausgebildet genug, wir sind noch nicht mutig genug, wir sind noch nicht whatever. Ja? Du fühlst einfach da ein, was du dir da gerade denkst. Und ich denke da schon lange drüber nach, weil ich war nie gut genug und ich bin nach wie vor nicht genug für mich. Es ist wirklich für mich harte Arbeit zu sagen, es ist in Ordnung, dass ich heute mal müde war, dass ich heute nicht mein 100% Bestes geben konnte oder nicht so viel geben konnte oder nicht so toll gewesen bin, wie ich es gerne gewesen wäre. Und woher kommt das aber? Ich denke über solche Sachen schon ewig nach. Und für mich war immer so als Jugendliche dieses, wenn ich mich auf eine gewisse Art und Weise verhalte, dann werde ich von den anderen gemocht. Also muss ich mein Leben, muss ich meine Gedanken, alles, was ich sage, sehr genau beobachten und versuchen, hineinzufinden, hineinzupassen. Das ist erstens aber irrsinnig anstrengend und zweitens total frustrierend, weil du irgendwie nie die bist, die du bist. Und dann heißt es ja, wenn du das und das erreichen willst, musst du das und das machen. Und das sagen dir manchmal Leute, die eigentlich überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was du gerade machst, die einfach eine Meinung haben zu einem Thema. Und ich finde das ja super, dass jeder eine Meinung hat. Aber ich habe begonnen zu hinterfragen, von wem welche Meinung kommt und in welchem Grad ich diese Meinung für mich dazu nehme oder hinzufüge oder ihr eine Relevanz gebe, was meine Entscheidungen betrifft. Aber zu dem Thema nicht gut genug. Ich muss sagen, ich habe diesen Podcast starten wollen 2017, sagen wir 2023, 6 Jahre später. Es hat ewig gedauert, bis ich mir die Erlaubnis gegeben habe, hinauszugehen. Und dieses Hinausgehen war aber noch beschränkt. Also ich habe das extra so ein bisschen eingegrenzt, weil ich mir gedacht habe, es sollen nur die Leute bekommen, die es wirklich haben wollen. Aber das Problem mit dem, wenn du eine Idee hast und damit rausgehen willst und das begrenzt, bedeutet auch, dass es begrenzt ist und dass nicht jeder finden konnte, was ich gemacht habe, sondern nur eine bestimmte Anzahl von Menschen, die ich auf einem bestimmten Kanal zu einer bestimmten Zeit erreicht habe. So. Und dann war auch immer dieses, aber ich möchte das gerne geben, ich möchte das gerne teilen, ich möchte die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dieses Leid, das ich aufgelöst habe, dieses Unwohlsein, das ich auflösen konnte, ich möchte diese Tools, diese Techniken, dieses Wissen teilen, ich will das in die Welt hinausschicken. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache diesen Podcast und dann habe ich mich noch hinter den Interviews versteckt ein bisschen und dann habe ich langsam begonnen, die ersten Solo-Folgen aufzunehmen. Die waren natürlich nicht super, weil wie kann etwas super sein, was man noch nicht länger gemacht hat? Und dann habe ich mich Schritt für Schritt getraut und ich habe mir Schritt für Schritt Mut zugesprochen. Ich habe gesagt, okay, auf jedes, was glaubst du eigentlich, wer du bist in meinem Kopf? Habe ich geantwortet, ich bin die Rani, ich mache meinen Podcast und wer ihn findet und wer ihn hören soll, der wird ihn finden und wer ihn nicht hören will, kann abdrehen. Und so dieses, und das hat sich so verlinkt mit dem, ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin gut, so wie ich bin. Das war etwas, ich habe jahrelang gebraucht, das zu verändern, weil ich tief in meinem Inneren immer gewusst habe,
die ich bin, ist gut, so wie sie ist, in dem Moment, zu der Zeit, mit dem Wissen, das ich habe. Jeder Fehler, den ich gemacht habe oder den ich machen werde, wird mich ein Stück klüger machen, wird mich ein Stück weiterbringen. Aber wenn ich keine Handlung setze, dann werde ich es nie wissen. Und das kann man jetzt im Großen sehen, mit einem Podcast oder mit einem Buch oder mit einem Traumbusiness, das du starten willst, oder auch nur mit einem Hobby, das du beginnen möchtest. Es gibt ja jetzt zum Beispiel diese, es war nicht so lustig, ich sage auch immer, ich kann nicht besonders gut singen, aber dabei, immer wenn ich mich höre, glaube ich, ist es ganz gut. Meine Yogaschülerinnen mögen es auch, wenn ich die Mantren singe am Anfang der Stunde. Und dann gibt es so Apps, die dir deine Tonlage geben und quasi dich zum Singen animieren wollen. Und ich denke mir so, wie großartig ist das? Vielleicht mache ich das sogar. Das ist so ein sich selbst akzeptieren, wie man ist, die eigene Stimme zu mögen, das eigene Unvermögen, das einfach nur da ist, weil wir es nie tun. Wenn du singen willst, dann musst du singen, damit du es lernst. Wenn du etwas. Es ist wie mit allem, auch beim Yoga. Die Leute kommen, machen eine Stunde und sagen, boah, ich bin aber nicht so flexibel. Und ich denke mir dann, und ich sage das dann auch, ja, wie oft übst du denn am Tag? Wie oft übst du denn diese Übung, die wir gerade gemacht haben? Hast du irgendwie erfahren, ist dein Körper schon mal in dieser Position gewesen? Hat dein Ge Kopf, hat, haben deine Gedanken jemals diese Gedanken gedacht, die wir jetzt gerade gedacht haben? Und ich bin inzwischen so weit und wie gesagt, ich mache das jedes Mal, wenn diese Gedanken kommen, du, was glaubst du, wer du bist, wer wir das hören wollen. Das ist halt jetzt auf das Podcast-Beispiel. Aber egal, was du denkst, dieses jedes Mal, wenn du dich das fragst, dann muss deine Antwort ja lauten. In diesem Moment bin ich gut genug dafür, es zu beginnen, es zu probieren, damit anzufangen. Und je länger ich es mache, umso mehr Freude ich hineinstecke, umso besser werde ich werden. Und ich bin in meiner Facebook-Gruppe Lunge bewegt. Und da war ich am Dienstag mit einem Gedanken online, am Dankbarkeitsdienstag, weil ich bin über eine Brücke drüber gegangen, also von der U-Bahn über eine Brücke ins Krankenhaus, am Krankenhaus vorbei auf die Uni. Aber ich habe mich in dem Moment, wo ich diese Brücke überquert habe, habe ich mir gedacht, boah, ich kann diese Brücke überqueren, ohne dass ich keine Luft kriege. Und ich habe diese Brücke so oft überquert und habe keine Luft bekommen und musste langsam gehen, dass dieses Gefühl der Dankbarkeit mich wirklich komplett durchströmt hat. Und was hat das jetzt mit dem zu tun, worüber ich spreche? Das hat insofern zu tun, als dass ich, wenn ich meinen Fokus darauf lege, was ich alles habe, was ich alles kann, was ich alles bin, dann diese Dankbarkeit mit hineinnehmen und mir überlegen, was ich alles damit machen kann. Wenn ich meine Gedanken darauf lege, wofür ich dankbar bin, und was ich alles in meinem Leben habe, dann bin ich einfach viel weniger im Mangelgefühl. Dann bin ich einfach viel weniger in diesem nicht gut genug, nicht genug genug. Und ich kann viel mehr mich in dem Moment darauf konzentrieren, was ich habe. Und das funktioniert mit diesem, ich bin nicht gut genug, nicht gescheit genug, nicht schön genug, nicht groß genug. Ja, ich war ewig nicht groß genug, ich wollte ewig blonde Haare haben, ich wollte blaue Augen, ich wollte größer sein, ich wollte eigentlich alles an mir ändern, bis ich begriffen habe, dass es mich in diesem Moment nur in dieser Verkörperung gibt und dass alles großartig ist und dass ich einfach nur das nutzen muss, was ich habe, um ja in der Welt glücklich sein zu können. Und es gibt so viele, wenn man mit Dankbarkeit arbeitet, es gibt so viele Leute, die auch sagen, schau dich doch mal um, ja, was du schon hast. Und dieses Mangelgefühl oder nicht gut genug Gefühl bedeutet ja nur, dass wir im Außen irgendetwas sehen, von dem wir glauben, es erfüllen zu müssen.
uns damit unglücklich machen, dass wir ständig an uns zweifeln, an uns nörgeln, an uns herummäkeln, sagen, was hast du das schon wieder so gemacht? Ja, warum haben wir das schon wieder so gemacht? Weil wir aus einer Erfahrung gehandelt haben. In einer Situation ist etwas auf uns zugekommen und wir haben, weil wir nicht ganz achtsam, nicht ganz bewusst waren, nicht Luft geholt haben, einfach auf eine Art und Weise reagiert, die uns einfach, die für uns Gewohnheit ist. Und deswegen ist das so. Und je mehr ich darüber nachdenke, wie ich reagieren möchte, umso mehr habe ich die Möglichkeit, auch in der nächsten Situation anders zu reagieren, anders zu sein und das zu sein, was ich mir wünsche von mir. Weil es bedeutet ja nicht, dass wenn ich sage, ich finde mich gut, so wie ich bin, bedeutet ja nicht, dass ich mich nicht verbessern möchte. Dass ich nicht auch Dinge habe, wo ich sage, das ist urwichtig für mich, das noch zu verändern oder hier noch besser zu werden. Es bedeutet lediglich, dass ich meinen Status quo akzeptiere und dass ich keine nicht gut genug Gedanken mehr akzeptieren möchte. Das ist ein ganz ein wichtiges Thema für mich. Vielleicht hast du das bemerkt an meiner Energie, an meinem, wie ich gesprochen habe. Und Selbstzweifel, ja, natürlich, es gibt immer irgendwelche Dinge, aber ich gehe dann hinaus in die Welt und mache die Augen auf und bekomme dann Impulse von rechts und links und die mir helfen und die mich unterstützen. Und genau das möchte ich mit diesem Podcast auch machen, dir einfach diesen Impuls Gedanken in deinen Kopf hineinbringen. Und vielleicht hast du den selber schon mal gedacht. Vielleicht ärgerst du dich auch darüber, dass du für dich nicht gut genug, nicht schnell genug, nicht hübsch genug, nicht was weiß ich genug bist. Noch nicht weit genug, ja, noch nicht das erreicht hast, was du willst. So what, dann geh einfach los. Starte jetzt. Geh los und mach dein Ding. Und hab dich lieb dabei. Und vergib dir, dass du noch nicht so weit bist, wie du gern wärst. Und vergib dir, dass du noch nicht angefangen hast, damit du vielleicht dorthin kommst, wo du jetzt gerade sein möchtest, weil das ist es nämlich auch. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, wenn du in meine Yogakurse kommen willst, dann schau auf www.rani-yoga.at/yoga. Wenn du überlegst, ich könnte eine gute Begleitung für dich sein, dann schau auf meine Website unter dem Punkt Mentoring, also rani-yoga.at/mentoring. Folge mir auf Instagram Rani Yoga Leben oder gerne auf Facebook Rani Yoga Wien. Wo auch immer du diesen Podcast hörst, bitte like ihn, hilf mir, ihn noch ein bisschen bekannter zu machen. Poste ihn, teile mit deinen Freundinnen und hör dir das doch an, lass dich inspirieren und fang an, deine Träume zu leben und dein Leben ja, so zu erschaffen, wie du es gern hättest. Mach den ersten Schritt. Und ich kann nur sagen, es sind die ersten Schritte, es sind so Babyschritte, aber ich bin so, so dankbar, dass ich mich jedes Mal überwinde, dass ich mich hinsetze und sage, ja. Ich kann was sagen, ich kann was teilen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderbare Woche, noch einen wunderbaren Tag. Und wie gesagt, freue ich mich, wenn du mir hilfst, den Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Und sage jetzt schon Danke, Namaste und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Deine Rani.